gucken wir jetzt natürlich auch noch. Oh, ich habe mich lange Zeit da drin aufgehalten. Ich glaube, wir kommen heute nicht besonders weit, Leute.
Sehr verehrte Damen und Herren, ja, heute werden wir wahrscheinlich am wenigsten von allen Tagen, von allen Radtouren schaffen. Ich habe den ganzen Nachmittag im Zoo verbracht, dann bin ich noch hoch auf diesen Sendeturm, der früher mal ein Lichttelegrafen oder optisches Telegrafendingsi war. Und dass ich heute den ganzen Nachmittag im Zoo vertrödelt habe. Ich hoffe, es sind schöne Aufnahmen dabei rausgekommen. Und so heiß und stickig, wie es heute war und immer noch ist, bereue ich das auch nicht, weil ich wäre einfach sowieso nicht weit gekommen. Die Sonne knallt vom Himmel, es steht die Luft. Nochmal zu dem Zoobesuch. Wie gesagt, also ein Besuch im Zoo, kontroverses Thema. Ne, ich weiß, der eine oder andere wird sich drüber aufregen. Ja, muss ich mal zu sagen, manche Tierarten, deren Lebensraum ist inzwischen schon so im Arsch, kann man sagen, durch den Menschen natürlich. Und zwar unwiederbringlich, also da könnt ihr noch so viel Mega-Naturschutz, Hyper-Naturschutz machen. Die Tiger könnt ihr nicht mehr ansiedeln und da sind wir gerade beim Thema. Ihr habt vielleicht den weißen Tiger gesehen. Das ist eigentlich eine Abart von Tiger und die wurde durch Zoos gezüchtet. Ich bezweifle sogar, dass diese Tiere in der freien Natur aufgrund ihrer Farbgebung besonders lange überleben würden. Und der, den ihr da gesehen habt, ja, der war, ich würde sagen, ein wenig psychisch krank. Weil der ist ja immer an dem Zaun auf und ab gelaufen. Und der tat mir halt wirklich leid, muss ich schon sagen. Und vor allen Dingen, das Gehege ist extrem zu klein. Auch die Löwen, wirklich schöne Tiere, hätte ich lieber in freier Wildbahn gesehen. Bei den anderen Tieren, das kann man verschmerzen. Die haben ja auch irgendwie so ein bisschen Spaß gehabt. Also zum Beispiel bei den Erdmännchen konnte ich nicht feststellen, dass da irgendetwas nicht artgerecht war oder so. Die hatten ja Spaß. Die Ginsterkatze hat sich sogar vor unseren Augen einen Wurm gekrallt. Also die ist Selbstversorger da in dem Gehege. Natürlicher geht es nicht mehr. Natürlich ist es immer noch eingesperrt und die Leute mögen sagen, es ist ein Tierknast. Ist eine Meinung, die ich teilweise teile. Der Eintrittspreis war mit 7 Euro nicht allzu hoch. Da war der Eintrittspreis auf diesen Turm, ja, der kostet Eintritt, 2 Euro. Und du hältst das da oben bei dem Wetter nicht aus. Deswegen bin ich da auch so ein bisschen wusch über die Landschaft gegangen. Außerdem waren da oben reichlich viele Leute. Deswegen konnte ich keine volle 180-Grad-Drehung oder 360-Grad-Drehung machen. Oder Filmung. Ich bin irgendwie schon leicht fertig. Trotzdem, kein Alien Life ohne Bier. Prost. Oh, das tut gut. Und dadurch, dass ich den Rucksack immer schön im Schatten gelassen habe und das Bier vorher ein bisschen gekühlt war, ist es jetzt auch noch etwas kühl. Selbst hier im Wald kannst du die Luft kaum atmen. Es ist wirklich stickig wie sonst was. Ja, wie geht's weiter? Ich trinke jetzt hier das Bier aus. Dann geht's weiter. Wie weit wir heute kommen? Ratet mal, weiß ich nicht. Es ist nicht mehr viel Zeit, es ist jetzt irgendwas, also es geht auf die 18 Uhr zu und da sage ich halt auch immer, 18 Uhr, da sollte man schon langsam dran denken, ja, wo man denn dann mal bleibt. Ich muss jetzt, glaube ich, ein bisschen östlich und dann nach Süden runter und dann wieder östlich, damit wir an die Orte kommen, wo ich hin wollte mit dem lustigen Namen. Ne? Also Höden hatten wir ja heute schon. Also da waren wir nicht. Ich hätte hinfahren können, hätte ich ein Stück weiter rüberfahren müssen. Aber Zeitverschwendung für einen Namen, der noch dazu nicht mal richtig geschrieben ist. Das heißt Hoden. So, jetzt wird vielleicht der eine oder andere von meiner überschaubaren Handvoll Zuschauer und Abonnenten vielleicht das Abonnement zurückziehen oder sagen, da gucken Kinder zu. Genauso wie einige sagen, ich sollte vor der Kamera kein Bier trinken, wäre ein schlechtes Beispiel. Oh, ich bin ja ganz rot im Gesicht. Ja, ich habe mir das Sonnenschutzmittel diesmal etwas später auf die Haut geklatscht. Und es fing schon leicht an zu röten. Das habt ihr jetzt nicht gehört. Es fing schon leicht an zu röten. Und dann habe ich mir halt gedacht, jetzt machst du das mal auch auf den Armen. Ich muss auch, glaube ich, bald mal wieder nachcremen. Spätestens, wenn ich hier aus dem Wald rauskomme. Ja, wir sehen mal zu, dass wir das Bier alle kriegen. Wo wir dann auch hinkommen. Morgen möchte ich möglichst die Nordsee erreichen. Und deswegen verabschiede ich mich
Und wenn wir uns heute nicht sehen, dann sehen wir uns morgen und so weiter und so fort. Und ihr kennt das alles. Tschüss. Auch dieser Ortsname lässt für Leute mit einem etwas pubertären Humor die Herzen höher schlagen, wenn sie etwas der Abstraktion fähig sind. Aber es kommt besser. Hier ohne Ende, liebe Freunde. Guck mal, zwei. Ich weiß nicht, ob das so sehr wackelt. Oh, es wackelt sicherlich sehr. Oh, schön. Noch ein Storch. Da hinten ist gleich noch einer. Da. Kein Scherz. Und da auch noch einer. Oder zwei. Da hinten ist noch einer. Ich habe es jetzt eigentlich eilig, Getränke zu kriegen, weil die Sonne untergeht und ich fast nichts mehr habe. Aber ganz ehrlich, ihr wisst, wie sehr ich die Natur liebe. Und das freut mich wirklich, dass die Storchpopulation wieder so hammerhart ist. Das ist so schön. Und damit... Ihr seht, ich weiß jetzt nicht, ob man das sieht. Da sind sie wahrscheinlich jetzt alle drauf. Ein schöner Abend am Hadelner Kanal auf dem Weg nach Bad Bedakesa um ungefähr 7:30. Entschuldigung für das Wackeln der Kamera. Mir läuft hier immer noch die Suppe runter, weil es ist wirklich immer noch knalleheiß, obwohl die Sonne untergeht.